Yeah, Leben Wrestling. Drohungen gegen WWE-Superstar. Alexa Bliss und Ryan Cabrera werden zurzeit immer wieder bedroht, das berichtet Ringside News. So behauptet eine unbekannte Person auf Twitter, der Ehemann von Bliss zu sein und wirft dem Verlobten der ehemaligen Women's Championess vor, sie entführt und vergewaltigt zu haben. Darüber hinaus hat die Person angedroht, Ryan Cabrera zu ermorden und Alexa Bliss einen Besuch abzustatten, weshalb mehrere WWE-Offizielle darum gebeten haben, Bliss vorerst aus den Shows zu nehmen, bis sich die Situation beruhigt habe. Weiterer Rapper für WWE? Der US-Rapper Bow Wow hat auf Twitter den Wunsch geäußert, zukünftig für WWE in den Ring zu steigen. Demnach sei der Rapper schon seit seiner Kindheit ein großer Wrestling-Fan, weshalb er beschlossen habe, sich dem Marktführer anzuschließen. Darüber hinaus hat er nun den Wunsch geäußert, zusammen mit Rey Mysterio die Tag Team Championship zu gewinnen. Ob Bow Wow tatsächlich ein Angebot des Marktführers vorliegen hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt. WWE muss WrestleMania-Pläne ändern. WWE hat ein geplantes Match für WrestleMania 37 verworfen, das berichtet SportsKeeda. So habe der Marktführer ursprünglich geplant, Brock Lesnar gegen Roman Reigns zu stellen, was nun aber nicht mehr der Fall sei. Grund für die Planänderung seien gescheiterte Vertragsverhandlungen mit Lesnar, welcher sich zudem dahingehend geäußert habe, dass er sich nicht den Strapazen aussetzen wolle, die er mit einer Einreise aus Kanada in die USA derzeit verbunden sieht. Mit der Absage Lesnar hat nach John Cena und Dwayne Johnson bereits der dritte große Star, mit dem für WrestleMania 37 geplant wurde, dem Marktführer vorerst eine Absage erteilt. SmackDown-Rating sinkt. Die SmackDown-Ausgabe nach dem Royal Rumble wurde im Schnitt von 2,257 Millionen Zuschauern verfolgt. Dies ist ein Verlust von ca. 47.000 Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche. Achtung, Raw-Spoiler! Mehrere Matches für Elimination Chamber bestätigt. WWE hat während der vergangenen Raw-Ausgabe mehrere Matches für das Elimination Chamber Großevent angekündigt. So kommt es unter anderem zu einem US Championship Match zwischen Bobby Lashley, Keith Lee und Riddle, einem Raw Women's Championship Match zwischen Asuka und Lacey Evans sowie einem WWE Championship Elimination Chamber Match zwischen Drew McIntyre, AJ Styles, The Miz, Randy Orton, Sheamus und Jeff Hardy.